Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute möchte ich mit euch über Fehlkäufe bei der Babyausstattung sprechen. Ich bin froh, dass ich bei zwei Kindern gerade mal zwei größere Fehlkäufe gemacht habe. Der Rest sind so Kleinigkeiten. Ich war aber auch jemand bei beiden Kindern. Ich hatte natürlich das, was man braucht, hatte ich wirklich da. Und alles andere war so, wenn ich es gebraucht hätte, hätte ich es noch gekauft oder hätte es mir schenken lassen. Ich bin jemand, ich habe nicht alles, ich muss nicht alles haben, was auch andere haben, sondern ich benötige das, was wirklich wichtig ist. Das hatte ich euch ja auch schon erzählt in meinem Video zu der minimalen Babyausstattung. Das Video kann ich euch gerne nochmal verlinken. Ich bin einfach jemand, der nicht jeden Trend mitgeht, der nicht jeden Krimsi, Kramsi einfach für die Kinder haben muss, sondern das, was wirklich nötig ist. Es ist zum einen eine Geldsache, aber auch, weil ich ja so ein bisschen minimalistisch auch angehaucht bin und ich möchte nicht dann ständig irgendeinen Mist rumstehen haben. Und wie gesagt, ich hatte zwei Fehlkäufe und um die geht es heute hauptsächlich. Der erste, den habe ich bei Vince gemacht. Und zwar war das eine Nonomo, allerdings keine echte, also halt nur eine nachgemachte. Aber ich bin der festen Überzeugung, selbst wenn ich eine echte gehabt hätte, hätte es keinen Unterschied gemacht. Nonomo-Fans werden jetzt vielleicht sagen, hättest du mal eine echte gekauft, hätte es funktioniert. Nein, ich bin mir sicher, das nicht. Vince war halt zwischenzeitlich wie jedes andere Baby auch unruhig. Bei ihm lag es hauptsächlich an den Koliken. Er hatte da wirklich sehr, sehr große Probleme mit. Und da beließ man sich natürlich, schaut sich das ein oder andere YouTube-Video an. Und alles, was so bei solchen Sachen empfohlen wird, ist einfach nichts für meine Kinder. Pucken war für Vince schon nichts und ist auch für Svea nichts. Und diese Nonomo-Nachmache war halt auch gar nichts. Wir haben das öfter probiert und er fand es richtig schrecklich, weil es natürlich auch eng gemacht ist. Ist ja auch so ein bisschen Sinn der Sache, weil die meisten Babys mögen das, wenn es eng und kuschelig ist. Meine Kinder mögen das halt nicht. Und die nahmen halt auch mega viel Platz weg. Also es gibt ja die Möglichkeit, die in den Türrahmen zu hängen. Das war uns nichts, weil wir in einem relativ alten Haus wohnen. Da wollten wir halt einfach nichts kaputt machen. Also haben wir die auf dieses Gestell gestellt und das nimmt halt wirklich unglaublich viel Platz auch weg. Und dann hat es ihm halt wirklich auch gar nicht gefallen. An sich finde ich das Prinzip nicht schlecht, aber wie gesagt, für meine Kinder ist es gar nichts. Deswegen ist das Fehlkauf Nummer 1. Ich würde bei solchen großen Sachen, wo es möglich sein könnte, dass euer Kind es mag, es aber genauso gut möglich ist, dass es halt nicht mag, immer empfehlen, dass man sich das halt erstmal irgendwo leiht. Das war dann halt zum Beispiel auch so eine Sache, ich wollte bei Svea ja unbedingt tragen und wusste nicht so genau, was funktionieren könnte. Deswegen habe ich mir ja zum Beispiel auch ein Tuch nur geliehen, um es auszuprobieren und habe festgestellt, das ist nichts für mich und auch nichts für sie. Und ich bin halt froh, dass ich mir das nicht gekauft habe. Also wenn ihr die Möglichkeit habt, leiht euch erstmal Sachen, probiert es erstmal aus, bevor ihr es dann vielleicht selber kauft. Also Fehlkauf Nummer 1 war diese Nonomo-Nachmache. Und Fehlkauf Nummer 2, den habe ich dann bei Svea gemacht. Ich war halt der festen Überzeugung, dass es mega genial wäre, wenn ich mit Svea mit dem Kinderwagen unterwegs bin, dass Vince dann mit kann, indem er sich auf so ein Kiddieboard stellt. Weil er ist nicht so der größte Läufer und damals war es halt auch noch so, dass er auf dem Laufrad noch nicht so sicher im Straßenverkehr war. Und ich dachte, das wäre halt mega praktisch und habe halt so ein Kiddieboard gekauft. Es war schon erstmal das Problem, dass für unseren Sekiva-Kinderwagen keine hergestellt werden, weil Sekiva diese Sachen als sehr, sehr unsicher empfindet. Also haben wir von ABC Design eingeholt, der relativ kompatibel mit anderen Marken auch ist. Und wir haben es nie genutzt. Wir haben das da angeschraubt und hatten Vince, glaube ich, zweimal probehalber da drauf gestellt, aber er ist einfach zu groß dafür. Also er ist dann quasi eingequetscht zwischen der Wanne und hier kommt dann quasi schon der Lenker. Also er ist da so eingequetscht zwischen Wanne und dem Lenker vom Wagen. Also ja, war wirklich total unpraktisch, haben wir nie benutzt, haben wir jetzt im Keller stehen. Werde ich jetzt verkaufen und hoffen, dass das irgendjemand benutzen möchte. Also das war der zweite große Fehlkauf, den ich jetzt beim zweiten Kind gemacht habe. So ein Kiddieboard ist echt totaler Mist. Es sei denn, man hat halt ein kleineres Kind wirklich. Vince war jetzt 3, der war absolut zu groß dafür. Dann könnte das vielleicht funktionieren. Ich glaube, es gibt sogar welche mit Sitz, wo die Kinder dann drauf sitzen können. Aber ja, das würde ich niemandem empfehlen, so ein Kiddieboard. Und dann habe ich einfach so kleinere Fehlkäufe gemacht. Das fing bei Vince an mit Schnullern. Ich hatte halt von jeder Marke irgendwie was da und im Endeffekt wollte er halt nur Avent-Schnuller und ich hatte halt Nook da und ich hatte Mom da und die waren alle für den Arsch. Bei Svea habe ich dann das schon berücksichtigt und habe ihr wirklich nur Avent-Schnuller gekauft. Die hat sie auch sehr gut angenommen, zum Glück.
Aber ich war halt auch der Meinung, wenn Vince Avent Schnuller und Avent Fläschchen genommen hat, wird Svea ja wahrscheinlich auch Avent Fläschchen nehmen. Und hatte mir da halt so ein 4er Starter Set geholt. Und sie hat halt nicht aus Avent Fläschchen getrunken, sondern aus Nuckflaschen. Und ich hatte halt dann diese Avent Flaschen da, die ich dann aber auch weiterverkaufen kann, weil an denen ist ja dann einfach auch nichts dran. Da Sauger wirft man halt weg, aber die Flaschen können ja weiter benutzt werden. Das waren halt so kleinere Fehlkäufe, aber da sieht man halt auch mal dran, wie individuell Kinder sind, sogar Geschwisterkinder, und sich das halt unterscheiden kann. Oder halt, sie nimmt zwar die Schnuller von Avent, aber die Fläschchen von Avent nicht. Ich bin halt froh, dass ich wirklich so diese Fehlkäufe echt minimieren konnte. Ich habe halt auch nicht so, diesen ganzen Schnickschnack hatte ich halt nicht, wie irgendeine Wiege zum Beispiel. Also ich hatte weder eine Wiege, noch einen Stubenwagen, noch diese, ich sag's mal, elektronischen Wiegen, die da vor sich hin wippen. Eine Wippe, genau, nicht Wiege, dann Wippe. Sowas hatte ich alles nicht. Aus Platzmangel zum einen, aber weil ich es auch unsinnig empfunden habe. Ich glaube, sowas hätte ich dann, glaube ich, jetzt auch zu den Fehlkäufen gezählt. Bei Vince war es ja zum Beispiel auch so, dass er das Laufgitter sehr gut angenommen hat. Svea findet das ja jetzt ganz, ganz grässlich. Das steht halt jetzt bei uns im Keller und ich denke, ich werde es dann halt aufbauen, wenn sie dann das Krabbeln anfängt, einfach wenn ich sie mal kurzzeitig reinsetzen muss, wenn ich nicht im Raum bin. Ich bin wirklich froh, dass ich so diese Fehlkäufe echt bei uns minimiert haben. Zum Beispiel habe ich auch nie so einen Sonnenschirm gekauft für einen Kinderwagen. Ich finde das super stylisch, aber ich habe halt bei vielen gehört, dass das, wenn es windig ist, dann halt hin und her und nicht da, wo es sein soll und so. Ich hatte halt so ein ganz einfaches, günstiges Sonnensegel und das benutze ich immer noch bei Svea und ich kann es nur weiterempfehlen. Also mein Tipp an euch, um Fehlkäufe zu vermeiden, versucht euch Dinge auszuleihen, um zu testen, ob eure Kinder das überhaupt mögen, und kauft Sachen nur in ganz, ganz kleinen Mengen. Also kauft halt ein Schnuller von einer Marke, um es auszutesten, kauft halt höchstens ein oder zwei Fläschchen von einer Marke, um es auszutesten, und nicht immer gleich Berge und Mengen, weil das bringt es dann wirklich nicht, und versucht diese ganzen Schnicki-Schnack-Geräte minimal zu halten. Also sowas wie Wiegen und Schaukeln und so ein Krams, ja, versucht euch wirklich zu überlegen, braucht ihr das wirklich, würde das für euch funktionieren, und genau, damit haltet ihr Fehlkäufe, glaube ich, sehr, sehr, sehr gering. Ich bin froh, dass sich das bei uns in Grenzen gehalten hat, dass das auch keine teuren Sachen waren. Also diese Nonomo-Billig-Variante, die haben wir auch Gebrauch gekauft für, ich glaube, 70 Euro, dächte ich. Und die werden wir jetzt einfach auch versuchen weiterzuverkaufen. Das war so das Teuerste. Und das Kiddieboard hat, glaube ich, 30 Euro gekostet, unser zweiter großer Fehlkauf. Und auch den werde ich jetzt versuchen weiterzuverkaufen, weil er halt wirklich auch ungenutzt ist. Natürlich werde ich ihn nicht für 30 Euro weiterverkaufen. Genau. Und das waren so die Sachen, die ich als Fehlkäufe bei meinen Kindern zählen kann. Wie gesagt, ich bin super froh, dass es wirklich nicht mehr ist, dass ich mich auch immer im Vorfeld informiert habe, dass ich halt auch wirklich überlegt habe, brauchen wir das nicht, weil ich glaube, sonst könnte ich euch noch viel, viel mehr Fehlkäufe nennen. Ich hätte gern, also bei Svea hatte ich wirklich wegen so einer Schaukelwiege, so einem elektronischen, ihr wisst schon, überlegt, und ich bin froh, dass sie es nicht gemacht hätte, weil ich glaube, ich habe es nicht gebraucht. Vielleicht hätte sie es auch gar nicht angenommen, weil sie ja nicht der Typ ist, der irgendwo so alleine rumliegt. Und dieses Schaukeln, das kann ich halt mit ihr auch in der Trage machen. Und wie gesagt, mein großer, großer Tipp, probiert aus, wo es geht. Wenn ihr Freunde habt, die so ein Ding haben, was euch im Kopf schwebt, probiert es erst mit eurem Baby aus. Und überlegt immer vorher, brauche ich das wirklich? Und auch den Zeitraum. Also in manchen Dingen, gerade wie so Stubenwagen, liegen die nur wenige Wochen. Müsst ihr das dann wirklich haben? Oder könnt ihr das nicht mit irgendwas anderem ersetzen? Das war mein Thema zu meinen Fehlkäufen bei meinen Kindern, die ja sehr gering war. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich würde mich jetzt sehr freuen, wenn ihr mir in den Kommentaren schreibt, was eure Fehlkäufe waren. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!